Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind gerade wieder mit Nettie unterwegs. So. Komm her da. Oh. Mach dich unsichtbar. Penner. Rebellion. So, wir sind nämlich auf der Suche nach Archie. Oh, shit. Die rennen ein bisschen hektisch herum. Und sind wieder hinter Harlow her. Oh, ist das ein Boss? Oh ja, das ist ein Boss. Shit. Okay, wir haben eine Venimosa Tentacula. Wir haben Alraunen. Ist die Frage, können wir die einfach ausschalten? Was ist das? Vielleicht sehe ich mal nach. Was war das für ein Geräusch? Yes. So sieht es nämlich aus. Da ist ein fetter Boss. Was ist, dass ich mir das nicht einbilde? Wow, den haben wir voll erledigt. Wow. Wer will ihn noch mal? Wer hat noch nicht? Sind wir hier fertig? Irgendwo in der Gegend des Archie. Rebellion. Der Boss war doch deutlich einfacher als gedacht. Wenn man bedenkt, so ein 26er Troll war echt schwer zu knacken und der auf Level 29 ist ziemlich easy eigentlich. Nur ein paar Angriffe haben wir den fast komplett vernichtet gleich. Wie kommt man da hin? Ach, hier hinten oben. Okay. Wir nehmen natürlich gleich mal alles mit, was so geht. Junge, das Ding ist groß hier. That's what she said. Keine Sorge, Archie, wir holen dich. Sobald wir hier alles auseinandergenommen haben. Ja, der Rest ist wahrscheinlich draußen. Ja, wir sind ja schon da. Bitte, ich brauche Hilfe.
Wir sind da. Aber erstes Geld. Archie. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Ist keiner mehr hier. Wir müssen das irgendwie machen. Dafür gibt's einen Humora. Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke. Für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Oh Mann, er hat das also mitbekommen. Großartig. Ein Schock seines Lebens. Ah ja, die Euraunen haben wir jetzt auch gar nicht eingesetzt. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. Ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Tu das. Wir stehen erstmal hier ihre Habseligkeiten. Ein Demigeist. So. Achso, ja, es ist aber Tag, also. Achso, sieht man die trotzdem am Tag, aber man kann sie noch nicht nehmen, oder wie ist das? Auch interessant, solche Suchquests zu machen und dann einfach zu sagen, wenn, wo, was ist, ne, wenn man vorbeigeht. Tatsächlich, da ist er. Dann können wir das nicht nehmen, weil es eben Tag ist. What's this the time? Halbzeit. Lassen wir es mal in Nacht werden einfach. Dann können wir sich dann gleich mitnehmen. Du gehörst mir, Danny Geis. Nochmal vielen Dank für die Rettung meines lieben Arzt. Okay, ein Geschenk. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Er ist alles, was ich noch habe. Rivelio. Ah, Schlossstufe 1. Hallo, Humora. Da muss man sich doch auch fragen, wenn es einen Zauber wie Hallo, Humora gibt, warum machen die Leute dann überhaupt noch Schlösser? Oder vor allem Schlösser, die sich so knacken lassen. Das wäre völlig unnötig dann, oder? Die Welt von Harry Potter fällt komplett in sich zusammen, wenn man mal einen Funken Logik entzündet. Gut, dann schauen wir als nächstes in den Raum der Wünsche, weil Deek irgendetwas von uns will.
sofort. Muss nur mal kurz alles ernten und bin dann sofort bei dir. Deke, was können wir für dich tun? Dünger. Deke glaubt das. Hallo Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Oh, ah, okay. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er macht das von selber, alles klar. What the fuck ist das? Zum Henker. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Ja. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ja, klar. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Ach, ein weiterer Bereich. Cool. Na, hier lässt sich's aushalten. Revelio. So, oh, da fehlt. Irgendwo haben wir aber noch diesen Tisch. Ah ja, hier. Malvenkraut. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Hier hin. Gut. Das muss die Höhle von Tops sein. Mhm. Ich sollte hineingehen. Mhm. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Extreme Danger, na dann. Was weiter nix ist. Rebellion. Warum wohnt er dann hier? Beweg dich, mein Gott, was würde überall hängen? Tops? Da steht überall Spinnen und der fängt an zum Schreien. Als wenn du deine Schnauze hältst. Sind die Spinnen schon da? Oh ja. Und die sind stark auch noch. Schön. Rebellion. Komm, trink doch. Gefindung.
So. Revelio. Die mögen kein Feuer. Um Gottes Willen. Oh, 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 oh. Irgendwie habe ich mir sowas schon gedacht. War schon vor einiger Zeit hier. Er muss gegangen sein. Betäubung! Entschuldigung! Da wird uns noch was erwarten. Zum Beispiel eine Riesenspinne. Also noch größer als die hier, die ohnehin schon da sind. Oh oh. Lazio, Contringo! Voll mit alter Magie. Überall Spinnen. Revelio. Oh no. Levioso. Gefolgo. Protego. Entfernau. Die. Nicht runterfallen, jetzt geht. Haha. Ha. Der Meister hat Tops. Was der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Aha. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Aha. Shit. Zu Ende. Oh oh. Die ist groß. Shit. Boss. Contrigo!
Also ich bin doch ausgewichen, Mann. Sehen, ey, ja. Okay, das funktioniert. Kurzzeitig zumindest. Grab dich nochmal ein. Geh weg von mir. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.